Wo ist der kleine Wichser hin? Was zählt ihr hier? Ich bin doch kein kleiner Wichser. Ich bin ein großer Wichser. Das sind alles Dreckschweine, sind es. Hier sind Kinder in der Siedlung, ja? Da legt man die Leichen hinter das Haus. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Stößchen! Willkommen zu meinem kleinen Fallout 4 Video. Ich möchte euch diesen Vault-Tec Workshop zeigen. Das Update kam heute raus und ich will es unbedingt mal spielen. Wow. Eine Nachricht von Vault-Tec? Was? Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Ja, ja, ich weiß. So ist es halt als YouTuber. Stelle das Radio auf den Funkleitstrahl von Volt 88. Ihr müsst wissen, mit diesem Update kann man, und das kam erst heute raus, beziehungsweise gestern, das Video kommt jetzt einen Tag später, kann man eine eigene Vault bauen. Verzeiht meine Haare, ich schwitze wie ein Schwein. Sämtliche verfügbaren Vault-Tec-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll VT76 Hilfe leisten. Aber wo soll ich Hilfe leisten? Wahrscheinlich da oben, ne, in meinem Bunker. Durch meine krasse Putze an, Alter. Ich sag's ja nur ungern, aber die habe ich ganz alleine gebaut. Ich habe auch schon Roboter umgebracht, den da zum Beispiel. Der war tot dann, vorhin. Wie ist sich bewegt? Was hat er gerade gemacht? Ich weiß ja, dass man sich nach dem Tod nochmal einscheißt, aber was war das, Alter? Leute, hier sterben Siedler in unserer Siedlung. Was soll der Scheiß, Mann? Und dann räumt ihr doch nicht mal die Leichen weg. Na, ihr seid mir vielleicht Vögel. Das sind alles Dreckschweine, sind es. Hier sind Kinder in der Siedlung, ja? Da legt man die Leichen hinter das Haus. Alter, bei sowas könnte ich ja wirklich einen Krampfanfall bekommen. Wir haben eben diese Nachricht bekommen. Was? Ist das weit weg? Alter, wie soll ich da hingehen? Das habe ich doch gar nicht erkundet, oder was? Oh, Backe! Ich will eine Vault bauen. Ich habe jetzt extra für euch das Update geladen und will es jetzt... Leute, das überlebe ich nicht dahin. Hier habe ich letztens eine Todeskralle gekillt. Ich, ganz alleine, mit meinem kleinen Roboter, Frauchen. Ich will jetzt... Gut, ich renne da jetzt hin, ist mir scheißegal. Ich beam mich jetzt hier hin. Hilf bei der Verteidigung von Taffington Bootshaus. Ich kann... Gott, es ist so dunkel, ich sehe fast gar nichts. Ich bin ultra geblendet hier wegen meinen Lampen. Scheiße. Ich wollte doch, dass hätte noch eine neue Todeskralle, die mich jetzt fistet. Ich habe eine Lampe. Wow, die bringt so enorm viel, ne? Das ist ein helles Lämpel, ja. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Ich will straight drauf zulaufen. Direkt mal die gute Waffe nehmen, falls was kommt. Ich habe die Fuck off genannt. Die geht halt schon ordentlich ab, ne? Ist schon ein heißes Gerät. Lauf ich hier gerade falsch? Warum bin ich so hart in der Verrottung drin? Es muss natürlich jetzt, wo ich hier gerade einen auf Spaziergänger mache, ja? Da muss jetzt dieser atomare Sturm abgehen. Wenn ich gerade am Keulen bin, ist mein Roboter tot. Super. Oh fuck, da ist irgendwas. Schon gesehen. Eine Blähfliege! Ha, es ist ja wohl lächerlich. Ich gehe einfach, ganz langsam gehe ich davon. Oh mein Gott. Stirb. Bam! Ich hab voll gespuckt. Was ist mein scheiß Roboter? Wo ist meine Roboterfrau? Die ist auch noch legendär, verarsch mich nicht. Roboterfrau. Ja, da ist sie. Da hinten schießt sie irgendwo. Bam, Alter. Jetzt ist sie noch mutiert. Da leck mich doch am Ärmel. Ja. Da bist du jetzt. Nach 100 Jahren des Kampfes kommst du angedackelt. Die ist nicht mehr ganz sauber hier, die Alte, oder? Erst mal ein Stimpack und ein Radeway reinhauen, oder? Weißt du? Komm, noch ein Stimpack. Ich will mal nicht so sein. Dann natürlich ist... Jeder Spieler kennt es. Speichern. Oh, fuck. Hört ihr das? Nein. Roboter-Tante, schnell, komm mit, komm mit, komm mit! Okay, wir haben es gleich geschafft. Ich habe gerade so eklige Geräusche gehört. Das ist jetzt gerade kotig. Mich am Ärmel. Oh mein Gott. Ich wäre sowas von tot. Das wird mich einfach auseinanderbeißen, das Viech. Alter, direkt mal das Licht ausmache. Ich habe richtig Angst. Ja, da vorne liegen Ghule rum. Ist jetzt nicht so tragisch. Nimm das, Snitch. Suffolk County Charter School. Or a Charter School, I don't know. Aber militärisches Klebeband nehme ich immer mit. Scheiße, auf jede Vorsicht. Ich will es da... Mixer, hä? Ich bin doch nur hier und... Verirr mich gerade. Ja, ich gehe ja schon ran, Mann. Komm her. Oh, scheiße, nein. Oh. Er wird auf jeden Fall verhecken. Boom! Da fällt einfach sein Köpfchen ab, wie ungeschickt. Boah, wie meine Roboterfrau ultra gemein ist. Achtung, letzter Schuss. Oh, ich sehe es nicht, weil es zu dunkel ist, Mann. Wie geil. So, Alter. Man sieht sich im Jenseits, gell, Drecksack? Alter, wie einfach ein Ghoul ist. So. Es kommt noch einer mit einer Axt auf mich zugerannt. Ja. Get out the way. Ha, ich hab ein Bett gefunden, ihr Pisser. Nach dieser Schlafenszeit sieht die Welt ja auch ganz anders aus. Hältst dich heute ganz hart, was? Ich bin ultra hart, Mann. Was laberst du? Wo ist der kleine Wichser hin? Was zählt ihr hier? Ich bin doch kein kleiner Wichser. Ich bin ein großer Wichser. Guck, wie er winkt. Wie er winkt. Kannst du haben, mein Freund. Ihn bekommen. Tja, wer mich anwinkt, ne? Hat mit den Konsequenzen zu rechnen. Hier, du Pipi. Guck mal, was sie macht. Guck mal, was sie macht, wie sie guckt. Ich gehe, glaube ich, gleich runter. Ah!
Vault 88, Leute. Endlich geht's los. Hört sofort auf. Die Vault-Türen können einem direkten atomaren Treffer widerstehen. Eure Versuche, in diese Anlage einzudringen, sind lächerlich. Seid ihr Bösewichte? Sofort. Oder ihr werdet es bereuen. Da. Wir machen. Oh! Bam, Alter, frisst meinen blauen Bällchenstrahl. Ball. Wo schieße ich denn hin? Haha, verpufft. Bitch. Was ist denn das? Ah, da ist sie. Eisenmann, ei. Erst brennt da und dann machen wir. Wer auch immer ihr seid, hört auf. Was ist denn hier, Ball? Habt ihr gesehen, wie ich hab den Eisen letztens noch ver. Guck mal, ich kann mit Schneebällen schießen. Oh mein Gott, die Schneebällchenkanone. Spaß. So, Leute, ich habe alle gekillt. Ihr könnt die Vault jetzt öffnen. Ich bin gar nicht so böse, wie ich aussehe. Wann hast du endlich genug von diesem Unfug? Tja, ich hab da so Steuerung. Was? Du hast einen Pip-Boy? Moment. Gehörst du zu Voltec? Ist endlich jemand da, um mich zu retten? Bitte. Ich stecke hinter einem Berg aus Trümmern fest. Du kannst mich befreien, indem du die Werkstatt zum Laufen bringst. Heb zuerst die Sicherheitsabriegelung auf und begib dich zum Reaktorraum. Oh mein Gott, was läuft denn hier rum? Vertrockneter wilder Ghoul. Na gut, Volt 88, willkommen. Es war schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich saß hier so viele Jahre fest. Aber du kannst Dr. Braun versichern, dennoch liegt, dass ich meine Zeit sinnvoll genutzt habe. Ja, du hast alle Leute zu Ghoulen gemacht, Labertante. Für meine große Aufgabe. In diesem Add-on kann man eine eigene Vault bauen, so richtig von Grund auf eben aufbauen, die Vault. Ich glaube, die ist ein Part hier. Nee, sind sie nicht. Und das Coole ist, du kannst sogar dann, wir können dann, an den Vault-Bewohnern Experimente ausüben. Sowas wie, jeder, der sich den Pöter vergrößern lässt, wird cool sein. 10 Pip-Boys! Ich spiele auch ausschließlich mit Pip-Boy. Was ist da los? So, das war der letzte von ihnen. Okay, gut. Der direkte Weg ist sicherlich der leichteste, nicht wahr? Oh Gott, wie sie mich erschreckt. Hallo. Du kleiner Schweiner, du. Ich treffe ihn nicht. Dann schauen wir doch hier einfach mal rein, nicht wahr? Sicherheitsabriegelung aufheben. Gut. Sehr gut. Voltec Werk. Warte kurz. Sicherheitsaufzeichnungen. 23. Oktober 2077. Automatische Sicherheitsabriegelung. Atomare Explosion festgestellt. Automatische Voltec-Notfallabriegelung eingeleitet. Okay. Ein Tag vorher. Morgen kommt Barstow. Wieder so eine Protzpräsentation. Der Eingang ist endlich fertig. Wenn sie irgendwelche VIPs mitbringt und innerhalb dieses Abschnitts bleibt, wird alles wie ein richtiger Vault wirken. Wie ein richtiger Vault? Oh my god. Die Arbeiter sind gar nicht mal so übel. Wir haben zusammen gepokert. Wie es aussieht, werden sie hier noch eine Weile bleiben. Ich wurde auf eine Halloween-Party eingeladen. Aha, ein bisschen Spaß können wir hier auch wirklich mal gebrauchen. Und ganz, ganz früh im August, endlich haben wir ein richtiges Sicherheitssystem. Ich weiß, der Eingang ist nur Augenwischerei. Aber wenn Barstow immer wieder hohe Tiere mitbringt, bin ich am Ende dran, wenn was schief läuft. Die Arbeiter nörgeln ständig über die neuen Sicherheitsmaßnahmen. Die können sich beschweren, bis sie schwarz werden. Alter, was? Jetzt sind sie wahrscheinlich verkohlt. Wir benötigen zum Betrieb eine Steuertafel. Bei Notfällen wird sie standardmäßig im Reaktorraum gelagert. Da müsstest du sie finden. Aha, aha. Edi, wir müssen kurz in den Reaktorraum. Alter, was ist denn hier passiert, Mann? Hallo, hallo. Bin ich hier richtig immer... Sicherheitschef Anderson? Sie können mir die Puppe schmatzen, Mr. Anderson. Oh Gott, er kommt. Roboter, Roboter, mach doch was. Roboter. Roboter, block nicht meine Mine, bist du behindert? Tja. Sicherheitschef Anderson bekommt jetzt in die Fresseson. Was für ein Ich bin der Meister. Hä? Nein, Mrs. Anderson. Bist du gerade mutiert, du Bock? Geh weg. Hab ich mir das Bein gebrochen? Tschüss, Mr. Anderson. Ah, Mr. Anderson, mich hat's auch getroffen. Nein! Oh, Mr. Anderson, ich hab so ein paar Kronkorgemine für dich, du Bock. Es könnte ein Gegner in der Nähe sein. Da. Haben sie gefunden, Sir. Tschüss, Alter. Ada, alles klar? Ja, ne? Oh, hast du deine Beine verloren, Mr. Anderson? Oh nein, oder? Och nee. Komm, wie er ganz genüsslich niedergemacht wird, Alter. Ich kann sogar schlagen. Ah!
Vault-Tec-Steuertafel, da haben wir sie ja schon. Oh, ist die schön. Vault-Tec-Werkstatt. Guck mal rein. Du kannst... Ah, und schon bin ich fertig. Achso, halt, das war noch nicht alles, okay. So, Haufen entfernen, Häufchen entfernen. Oh, guck mal, wer da steht. Da hinten ist Julian, Alter. Ich würde mich ja gerade mal in Deckung begeben, wenn ich du wäre, ne? Schauen wir uns das mal an, ich krieg mal hin für alle Fälle. Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Ja. Das ist ein Vault-Anzug und ein Pip-Boy. Mhm. Aber du gehörst nicht zu Vault-Tec. Correct. Was ist der Grund? Wieso hast du mir geholfen? Komm, wir bleiben mal sachlich. Ich habe das Vault-Tec-Signal aufgefangen und bin gekommen. Die Eindringlinge müssen es ausgelöst haben, als sie den Haupteingang aufbrechen wollten. Ich habe nicht erwartet, dass nach all der Zeit noch jemand antwortet. Mein Name ist Valerie Barstow. Ich sollte die Aufseherin in diesem Vault werden. Aber bitte, komm mit. Ich habe ein Angebot für dich. Diese 200 Jahre waren hart. Ich habe eine Tour durch den Vault geführt. Er sollte mein ganzer Stolz werden. Mhm. Dann die Erdbeben. Sirenen. Viele starben. Vielleicht hatten sie Glück. Achtung. Die Strahlung. Irgendwie habe ich überlebt. Hm. Julian, was ist los? Tut mir leid. Er ist nicht besonders falsch. Ja. Was machst du da? Hallo? Julian, was machst du da? Julian, was machst du da? Tut mir leid. Die Bauarbeiter haben ein noch schlimmeres Schicksal als ich erlebt. Hallo, hallo? Aber sie waren mir gegenüber niemals feindselig. Es wäre wohl am besten, sie von ihrem Leid zu erlösen. Alles klar, bin ich dabei. Ey, da ist ein Leichten da, ne? Da ist ein Leichten da neben mir, ne? Ey, jetzt scheiße ich mal gerade mal in die Buchst. Verpisst euch mal. Was macht meine Roboterfrau? Nix wieder, ne? Schlurfe! Okay. Ich habe natürlich eine Kronkorkenbiene genutzt, weil ich echt ein krasser Ficker bin. Hier kommt noch eine normale. Oh oh. Hinter mir steht auch noch einer. Na, vielen Dank! Boah. Ja, noch einer. Hallo? Ich muss jetzt hier in den Zug rein. Ich komm mit rein. Ich werde sterben. Alter, jetzt geht mal weg von mir, hey. Guck, wie sie schon humpeln. Julian, nein. Weg. So, Julian ist schon mal weg. Julian wurde schon mal entfernt. So, und der ist auch weg. Jetzt habe ich nur noch den Strahlemann. Ah! Die Tante ist wieder da. Komm, wir krippeln ihm mal ein bisschen die Füße ab, oder? Ich denke, das ist immer gut, wenn man Leuten die Füße abkrippelt. Wir gehen noch ein bisschen hier direkt noch nebenbei, wo die Alte doch eh schon drauf hockt. Nein, nein, nein. Es wäre echt cool, wenn deine Beine mal nachgehen würden, Alter. So! Machen wir weiter. Okay, gut. Ich habe versucht, mich zum Eingang vorzugraben. Mit der Steuertafel hätte ich vieles anders machen können. Aber es war einfach zu viel Schutt. Dafür war meine Ausrüstung nicht geeignet. Meine Arbeit hat mir allerdings viel Kraft gegeben. Hier, unter diesen Papieren ist mein Lebenswerk. Ich möchte es mit dir teilen. Dr. Brown hat mich mit etwas sehr Wichtigem betraut. Einer Reihe von Prototypen und den zugehörigen, nun, Experimenten, die die Gesellschaft neu definieren könnten. Aber, wie du siehst, verlief nicht alles nach Plan. Was für Experimente? Ich höre zu. Vault-Tec sind Schweine. Harte Zeit gehabt? Alles klar. Hört sich an, als hättest du eine harte Zeit hinter dir. Ich hatte hier unten viele dunkle Tage. War verzweifelt. Aber die Arbeit, die ständige Arbeit, hat mich weitermachen lassen.
Der Vault sollte viel Platz bieten für ausgebildete Mitarbeiter, vertrauenswürdige Untergebene und Wissenschaftler. Und trotzdem, wie alles gelaufen ist, sehe ich Möglichkeiten. Arbeiten wir zusammen. Als Paar. Um Geld bitten, Alter. Ich hab doch genug Geld dabei. Alter, ziehen wir es durch? Was gibt's hier noch für Fragen? Lass uns das zu Ende bringen. Gut. Ausgezeichnet. Wir können nicht anfangen, solange ich keinen richtigen Aufseherschreibtisch habe. Die Informationen im Terminal des Schreibtisches sind äußerst wichtig für die Experimente. Ich lege die Zukunft unseres Vaults, Vault 88, in deine Hände. Ja, ja, sie braucht einen Schreibtisch und ich will Nutten haben und so Kram. Sonst kann ich nicht arbeiten. Kinder, wisst ihr, wie geil es ist? Diese ganze riesige Vault können wir bebauen und Projekte und Leute hinrichten. Ich meine natürlich experimentell bearbeiten. Sanft. Ganz sanft. Ich denke, das könnte auf jeden Fall, oder? Da könnten wir doch auf jeden Fall einen zweiten Teil draus machen, oder? Und ich habe gehört, dass Leute, die einen Daumen nach oben geben, nicht zu Ghoulen werden.